Hier an der deutschen Börse wird gefeiert und das Geburtstagskind ist ein ganz besonderes. Der DAX, der deutsche Leitindex, ist 35 Jahre alt geworden. Wie hat sich der DAX in dieser Zeit entwickelt und lohnt sich denn ein Investment? Das bespreche ich heute hier an der Frankfurter Börse mit dem Börsenexperten und Chefredakteur von Inside Wirtschaft, Manuel Koch. Manuel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Manuel, wir sagen Happy Birthday DAX. Wie ist er denn vor 35 Jahren gestartet? Also der DAX ist der deutsche Aktienindex und das ist der wichtigste deutsche Börsenindex. Er wurde am 1. Juli 1988 zum ersten Mal hier eingeführt und setzte praktisch den damals bestehenden Index der Börsenzeitung fort. Und er hatte ursprünglich mal 30 Mitglieder. Seit 2021 hat er 40 Mitglieder. Da wurde er erweitert und gestartet ist er mal bei 1.000 Punkten. Das war der Startwert. Jetzt sind wir bei knapp 16.000 Punkten. Und was man vielleicht auch noch wissen sollte, der DAX ist ein Performance-Index, also die Dividenden werden gleich mit einberechnet. Und wie hat sich der DAX jetzt über die letzten Jahre so entwickelt? Also wer 1988 10.000 Euro damals ungefähr, also 20.000 D-Mark investiert hatte, der hat heute ein Vermögen von ungefähr 160.000 Euro, also von 10.000 Euro auf 160.000 Euro. Das entspricht einer Rendite von 1.288% oder pro Jahr eine Rendite von 8%. Und da können Sparbücher und andere Anlagen schwer mithalten. Dennoch gab es doch auch beim DAX mal schlechte Zeiten, wo man nicht ganz so viel Rendite erwirtschaften konnte. Klar, wir haben immer wieder Krisen, ob das die Finanzkrise ist, die Corona-Krise, Ukraine-Krieg. Da haben wir natürlich in den letzten Jahrzehnten immer wieder ganz viel gesehen. Und beim normalen Anleger muss man auch sagen, der ist natürlich nicht 1988 eingestiegen und heute noch dabei. Das sind natürlich die ganz wenigen. Schaut man langfristig aber auf den DAX, dann ist zu sagen, dass alle 15 Jahre jede Krise bisher immer ausgesessen war und der DAX dann wieder ins Plus gedreht ist. Guckt man so auf die durchschnittliche Rendite, bringt der DAX ungefähr zwischen 6% und 9% pro Jahr, was natürlich Krisenjahre dann nicht beinhaltet. Manche Experten sehen den DAX aber eher als Mogelpackung, weil er ein Performance-Index ist. Wie ist dazu deine Einstellung? Ja, so ein bisschen ist da schon was dran. Also schaut man mal auf den Dow Jones in den USA. Das ist ein Kursindex, da werden die Dividenden nicht mit berechnet. Und bei dem DAX hier ist es ein Performance-Index, das heißt, die Dividenden werden gleich mit berechnet. Und der Dow Jones in den USA ist trotzdem viel besser aber gelaufen als der DAX. Und schauen wir auf die letzten 20 Jahre beim DAX, muss man sagen, ohne Dividenden ist er nur um gut 5% gestiegen. Und das ist zum Dow und auch zur Nasdaq mit den ganzen Tech-Werten nicht so besonders toll. Trotzdem ist der DAX natürlich für Deutschland ein wichtiger, guter, interessanter Index und auch für Anleger auch wirklich interessant. Wie kann ich denn beim DAX mein Geld anlegen? Ja, man muss sagen, weiterhin sind leider zu wenig Deutsche am Aktienmarkt aktiv. Nur einer von 5 deutschen Erwachsenen ist bei den Aktien mit dabei. Und da sollte man vor allen Dingen erstmal langfristig denken, breit streuen. Und zuallererst braucht man das Aktiendepot. Und da hat man heute im Vergleich zu 1988 natürlich viel mehr Möglichkeiten. Es gibt die ganzen Neo-Broker. Es ist eigentlich viel günstiger geworden. Man hat viel mehr Auswahlmöglichkeiten. Und dann kann man zum Beispiel in die Aktien, Einzelaktien gehen. Der DAX 40 hat 40 interessante Unternehmen, aber es gibt ja noch den SDAX, den MDAX, den TechDAX. Also auch da viele weitere Möglichkeiten. Und dann gibt es Aktienfonds, ETFs, die natürlich sehr beliebt sind als Aktiensparpläne, als praktisch das Sparbuch des 21. Jahrhunderts, wo man jeden Monat eine gewisse Summe reinlegen kann, ob das jetzt 25 Euro sind oder 5.000 Euro, das ist egal. Und so kann man natürlich mit relativ wenig Gebühren wirklich dauerhaft auch gut ansparen. Und wer vielleicht auch noch ein bisschen breiter streuen will, sollte vielleicht überlegen, ob man nicht nur in Deutschland dann investiert, sondern auch in den USA, da sind die Indizes ja besonders stark gelaufen, Tech-Werte sind interessant, aber dann auch Schwellenländer wie China, Brasilien oder Indien. Und letzte Frage, müssten dann nicht noch möglichst noch mehr Deutsche in Aktien investieren?
Also das wäre sehr wünschenswert, aber ich glaube, dazu müsste es auch mehr politische Anreize geben. Es gibt ja jetzt eine weichgespülte Aktienrente, die nennt man jetzt Generationenkapital. Die FDP hat das ja angestrebt nach dem schwedischen Modell. In Deutschland werden wir aber kein schwedisches Modell bekommen. Es ist, wie gesagt, eine Mini-Version. 10 Milliarden Euro werden da in den Kapitalmarkt investiert, aber es müsste ja viel mehr passieren und das nicht nur einmalig, sondern wirklich auch monatlich. Und das ist erstmal überhaupt nicht der Fall. Und aus Aktien- oder Anlegersicht kann man hoffen, dass da in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr passiert, dass man sich diese Chance nicht entgehen lässt und auch damit vielleicht die Menschen ein bisschen mehr an die Kapitalmärkte bringt. Sagt Börsenexperte und Chefredakteur von Inside Wirtschaft Manuel Koch. Manuel, vielen Dank.